Okay, es geht weiter. Es ist gerade so spannend. Ach ja. Seht euch das hier an. Wir können dich sofort töten, wenn ihr wollen, aber... Warte mal. Und wir brauchen einen anderen Gegner. Also wir brauchen ein anderes System, wenn ihr gegen... Ach, wer heißt er wieder? Also wir müssen mal kurz wechseln. Wir brauchen den Robo da drin beim Boss gegen Black Tyranno. Und dann Uzi Punch, der noch wie lange... Ach komm, hör auf. Wie lange dauert das noch, bis er das gelernt hat? Ich weiß es nicht. Uzi Punch. Okay, das kann er schnell lernen. Komm, euch töte ich mal ganz schnell. Und so und so und so. 300 Schaden, genau, auch noch. Und weg mit dir. Uzi Punch lernt er auch noch ganz schnell. Das ist sehr gut dann. Und so und so und so. Fail. Fail, aber richtig fail. 249, 7 Tech-Punkte. Uzi Punch. Beastwurf gelernt. Okay, hat dann Beastwurf gelernt. Sehen wir uns das mal an. Beastwurf. Ach so, das mit steuert Gegner. Ach so, okay. Save State. Also es gibt hier zwei. Warte, kann man hier kann man auch raus. Aber wir müssen erstmal. Okay, ich dachte schon. Wir drücken erstmal den Knopf hier zur Sicherheit. Erstmal hier, glaube ich. Ach, ob ich von wo kommt das Gras? Egal, komm erstmal nach rechts. Links ist sowieso der Ausgang, also da, wo er hingehen muss. Okay, die muss man nicht mal angreifen, die kommt mal sofort ihre behinderte Attacke. Ja, fick dich. Okay, du triffst. Bist du behindert im Kopf? Warum greifst du? Ach, egal. Ihr sagt nichts mehr dazu, das ist sowieso behindert. Er greift die selbst an. Wie kann man so unterbelichtet sein? 17 Tech-Punkte? 17 Tech-Punkte? Wie braucht er noch? Okay, da hat er auch bald gelernt. Drehschwanz. Dauert noch etwas. Sektor Bomber. Okay, ich hätte... Okay, und du brauchst noch... Okay, ich wechsle jetzt mal Frog rein. Weil er Wasser 2 lernen soll. Kann mir auch noch... Kann ja nicht schaden. Oh, ist klar. Ach, Mann. Okay, ich hoffe, danach kommt nichts mehr. Ich töte euch jetzt einfach mal. Du bist weg. Frogman. Okay, du bist auch... Nein, du belebst noch. Du bist aber jetzt weg. Sehr gut. Ich hoffe, ich vergesse am Ende nicht die Aufstellung, die wir machen müssen bei ihm. Also gegen den Gegner, der jetzt kommen wird, als Bossgegner. Dann 81, 11 Tech-Punkte, Feder halten. Okay, erstmal sein Wasser aufheilen. Sektorbomber ist bestimmt sowieso eine heftige Attacke. Willst du mich verarschen? Okay, wir machen mal Gewitter. Warte, Gewitter auf ein. Oh, Kacke. Warte, bei wem wurde das jetzt unter Schock vermindert? Terrasaurus. Okay, das war nicht bei ihm. Okay, kommt jedes Mal mit diesem Konter an, oder wie? Gewitter und dann Angriff. Oh, du Bastard, hör auf, mich zu nerven. Und jetzt ist es unter Schock vermindert. Ja, jetzt bist du tot. Oder? Geschockt. Jetzt bist du aber tot. 1100... Schaden oder so. Dann 98 Deckpunkte. Ja, okay. Wo komme ich raus? Ach so, hier komme ich dann raus. Ah, verstehe. Ach, falsch dann. Okay, das war nur deswegen da. Din, 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 din. Euch scheiß ich doch drauf. Ich gehe einfach hoch. Und ich gehe auf die Schalter, um euch zu töten. Pech gehabt. Wenn ihr gegen mich muckt, dann müsst ihr leiden. Warte, komme ich jetzt eigentlich an die Schatztruhen ran? Ich weiß gar nicht. Ich will an die Schatztruhen rankommen, die runtergefallen sind. Oder war das nur Dekoration? Warte, löst sich die Falle öfters aus?
So, 192. Willst mich verarschen? Komm, stirb. So und so. Verdammt, ging Mikro gekommen. Din, 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 din. Ach ja, gleich davor, bevor der Boss kommt, kommt noch ein anderer Boss. Den ihr schon gut kennt. Okay, ich wollte eigentlich auf den Schalter, aber egal. Okay. Speichern wir mal. Okay, das geht einfach nicht. Wir schaffen das nicht. Oh. Ach, komm dann. So eine verdammte Kacke. Komm, stirb, 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 stirb. Den Uzi-Punch kann ich sowieso gebrauchen, wenn ich gegen diesen komischen Bossgegner kämpfe. Deren Namen ich nicht sagen will. Für die Leute, die das noch nicht kennen. Dieses Spiel und das zuerst mal bei mir sehen. Und für die Leute, die das schon kennen, dann wissen sie, was ich meine. 388, 11 Tech-Punkte, Feder halten. Ja, 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 ja. Jetzt will ich einfach. Verarschen kann ich mich auch, Mann. Hör auf. Und so und so und so, 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 so. Wie kann man nur so dämlich sein? Echt, wie kann man nur so dämlich sein? Egal. Egal. Das ist eigentlich besser für mich. 17 Tech-Punkte, ist gut. Was hat er gelernt, Chrono? Was hat er gelernt? Ah ja, Verwirrung hat er bestimmt gelernt. So. Wasser, wie viel braucht er noch? 85. Ich hoffe, diese Viecher kommen nicht wieder. Und doch, die kommen wieder. Safe State. Willst du mich verarschen? Gewitter 2 und dann Angriff, Angriff, Angriff. Okay, diesmal hat er uns angegriffen und so wenig Schaden auch noch. Ich weiß gar nicht. Okay, ich habe dieses Teil irgendwie verstärkt oder geheilt. Weil irgendeinen Schmerz, den ich irgendwie verbreitet habe. Aber er ist tot. Er ist geschockt sowieso, der ist tot. Bist du tot, Terrasaurus? Ja, du bist tot. Sehr, sehr gut. 601, 50 Tech-Punkte. Oha. Ich gehe mal den Weg. Wie soll ich an die Schatztruhe kommen? So, Belebung erhalten. Ich will da nicht. Hä? Haben die gerade zusammen gevögelt oder warum waren die gerade so zusammen? Warte, ich glaube, in diesen Truhen sowieso nichts Wichtiges drin, oder? Ich weiß jetzt nicht. Aber ich werde auch nicht elendig lang die ganze Tiere versuchen. Weil sowieso, es kommt bald sowieso ein Boss. Und weg mit dir. Und so, und so, und so. Dankeschön. Tonic gehalten, Safe State. Willst mich verarschen? Okay, wie soll ich an die Schatztruhe rankommen? Serra-Hut erhalten? Für wen ist ein Serra-Hut? Okay, für dich hier. Okay, das mache ist doch gut. Aber wie komme ich an diese Binette? Hä, wie kann ich darauf? Wie kann ich daran rankommen? Okay, Mama Safe State. Safe State. So. Warte, habt ihr eine Idee? Was passiert, wenn ich dann so gehe? Fick dich doch ins Knie. Okay, ich glaube, man muss irgendwie da runterfallen, dahin. Mal Safe State. Okay. Okay, die Viecher kommen. Sehen wir mal. In der Mitte müssen wir hin, das weiß ich. Nachgelesen, wie immer.
Und dieses Viech töten wir jetzt mal, hoffe ich. Ja, es ist tot. Es ist tot, zum Glück. 348 Erfahrungspunkte. 11 Tech-Punkte. Warte, ich habe gar nicht mal nachgucken, was Krono als nächstes lernt. Leuchten. Heftiger Angriff auf alle Gegner. Okay. Och, willst du mich verarschen? Wieso kommen jetzt auf einmal so viele... Wollen die mich irgendwie vorbereiten auf diesen Bossfight, der jetzt gleich kommt? Oder Zwischenboss? Ja, das ist eigentlich ein, so gesagt, ein Zwischenboss, der gleich kommen wird. Was? Die greifen sich gegenseitig an? Ich dachte, die sind Kumpanen. Wie greifst du zweimal an? Oder ist das mein Kumpane oder was? Mein Kompagnon. Okay, du bist weg. Er ist dämlich. Dieses Tier, dieses Teil ist einfach dämlich. Frog erreicht nächste Stufe. Wie viel braucht noch Frog, um sein komisches Wasserding dazu lernen? 27. Din, 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 din. Safe State. War es geplant? Nein. Aber ich mach's trotzdem mal. Wegen den, wegen Frogman und alles. Er braucht sie ja so dringend. Oh, scheiße. Wieso ist Krono jetzt gestorben? Nur wegen diesem Terrasaurus. Verdammter Wichser, stirb. Hä, ich dachte... Hä, ich hab doch Gewitter gemacht. Belebung. Und hier so. Okay, komm. Gewitter. What the fuck? Wie viel hat der dann abgezogen? Übertreib doch gleich. Übertreib mit den Schaden, die du machst. Krono reicht nächste Stufe. Noch eine Stufe erhöht, oder was? Oha. Okay, Safe State. Wo lang ich hin? Ach so, das ist dafür gewesen. Warte mal, ich muss mich heilen. Ich will jetzt aber kein... Ach, ich habe eine Idee. Wozu habe ich den Robo denn hier? Der Robo wird mich heilen. So. Tag den Heilstrahl. Dann nochmal. Ja, das reicht. Jetzt könnt ihr den wieder auswechseln, weil Forkman hat noch nicht sein Wasserding da gelernt. Aber es dauert nicht mal lange, hoffe ich jetzt mal. So. Egal, die Gegner können noch kommen, weil ich glaube, nach dem Kampf hat er das Wasserding da gelernt. Einfach physische Angriffe. Ich werde sowieso gleich am Unterkunft benutzen, nach dem Bossfight, der gleich kommt. Und so. Ich muss sowieso gleich die Charaktere wechseln. Ach ja, noch ein Tipp. Ihr braucht bei dem Endboss eine Rubinweste, weil für jeden Charakter, mit dem ihr kämpft, okay, weil das ist ein Schutz vor seiner Attacke, die er einsetzt, seine mächtige Attacke. Also Rubinweste für jeden kaufen, den ihr wollt, in eurer Party. Wasser 2 gelernt. Okay, das hat er jetzt gelernt. Deswegen raus mit ihm, jetzt. Und da nette Robo kommt rein. Robo stark, deswegen mag ich ihn. Oh. Komm, fick dich, hier. So, so. 192. Du bist jetzt weg. Ach, komm schon. Ich hab bisher 17 Minuten nur aufgenommen und bisher nur hier. Ich bin nur so weit gekommen in die ganzen Kämpfen. 226. Tötet euch gegenseitig? Ja, ihr tötet euch gegenseitig. Das ist toll. Das ist toll. Das nenne ich Kooperation und Teamwork. Ja. Das beste Beispiel für Teamwork. Und so. Safe State. Ich weiß, ich mache so viel Safe State, aber ich mache das immer zur Sicherheit. Ja, wie ihr seht. Nispel. Asala ist dort hinten. Okay, hier kann man dann also die Unterkunft benutzen, die man hat. Oh nein, das wollte ich nicht. Und Objekte, Unterkunft. So, das war gut. Und dann speichern wir mal.
Und wir gehen einfach weiter und dann wird er uns ansprechen, der kleine Nispel. Der nispelt gerne, der kleine Nispel. Ja, übertreibt nicht. Für die Rückenmuskulatur, was sind das für komische Augen? Moment mal, dies ist ein besonderer Ort. Hier wurde der große Nispel besiegt. Wie Nispel besiegt? Ich dachte, du bist Nispel. Gewitter und dann... wo ist Wolzahn? Wolzahn werde ich gleich auch benutzen. Jetzt ist er unter Schock vermindert. Wie? Wolzahn. Und ein Angriff. Er hat auch nicht so viel, so viel Angriffsstärke wie der, dieser Vorgänger. Oha. Ach du. Ach du heilige Kacke, ich bin overlevelt. Gewitter, dann Wolzahn und dann habe ich den Kampf schon gewonnen. Scheiße, ich dachte, ich kann noch ein bisschen mit den spielen. Ja, jetzt kommt da seine Elektrizität frei. Wolzahn und du machst mal den Heilstrahl. Heilstrahl auf uns alle. So. Und bist du tot? Nein, du lebst noch. Okay. Dann hat er irgendwas mit 4200 gehabt. Du musst ihn noch zweimal Wolzahn benutzen, dann habe ich diese Sache schon geklärt. Ja, komm, hör auf. Ja, fick dich. Was hast du gegen Chrono, verdammte Scheiße? Gewitter. Drehkrieg. Ja, kann ich eigentlich machen, aber ich mache lieber Wolzahn. Das ist die effektivste Weise. Komm. Schock vermindert. Du Wichser. Wolzahn und dann Angriff. Verdammt! Angriff wollte ich ja nicht. Und, okay. Bist du weg? Bist du weg? Bist du jetzt weg? Hä, was war das jetzt? Jetzt absorbierte Elektrizität frei. Heilstrahl. Okay. Ich mache einfach normalen Angriff. Aber erstmal heilen. Nicht, dass ich jetzt hier sterbe oder so. Mm-mm, kein Bock drauf. 192. Und Angriff. 232. Ja, okay. Komm. Wieso dauert das so lange bei Ayla? Dass sie sich wieder auf voll aufheilt. Ich habe gewonnen. Ach ja, die. Seit wann ist die Uhr auf ihrem Kopf? Nispel 2 besiegt. Kurzer Prozess, sage ich mal. 88 Erfahrungspunkte, 15 Tech-Punkte. Okay, das war der Boss. Jetzt werden die mal wieder eine Unterkunft benutzen. Weil jetzt der stärkere Boss kommt, den wir besiegen müssen. Ach ja, speichern. Nochmal. 48 Mal gespeichert. Save State und rein mit uns. Hier rein ins Getümmel. Warte, kommt jetzt. Nein! Wollte mich verarschen. Oh, Mann, es geht noch weiter, Leute. Wieso habe ich jetzt eine Unterkunft. Ich habe jetzt umsonst eine Unterkunft verschwendet. Wie so eine Kacke. Egal, kommt mir die da. Ich habe sowieso Geld. Das Geld habe ich bisher nicht mal so oft benutzt. 58, ja. Warte, wie viel Geld habe ich? Das will ich mal wissen. Okay. Ich könnte mir jetzt eigentlich eine Waffe holen, glaube ich. Ach, du ekliges Viech. Was willst du alleine gegen mich machen? Hier, komm, stirb. Du hast sowieso keine Chance mehr. Dein Leben hat sowieso... Deine Zeit ist sowieso abgelaufen. 129, 3 Tech-Punkte wieder erhalten. Ja. Ach, komm. Wir haben insgesamt 22 Minuten, denke ich jetzt mal. Safe State. Safe State. Und das ist der richtige Weg. Ja, das war jetzt behindert von mir.
Okay, das muss ich benutzen. So. Okay. Muss ich nicht hier rein? Ich dachte, ich muss hier rein. Okay, da habe ich gespeichert und die Monster können da mich sowieso am Arsch lecken. Was zur Hölle? Was zur Hölle willst du gegen mich machen? Gewitter. Okay, jetzt bist du unter Schock vermindert. Jetzt kann ich dich angreifen. Sehr schön. 386. Geschockt. 340. Yeah. Dann Angriff, Angriff, Angriff. 340. Und du bist weg. 350. Ja, 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 ja. Meine. Oh, oh. Gewitter auf beide und dann Angriff, Angriff, Angriff. Ach, das ist ein leichtes Spiel. Ah, ich glaube, ich werde jetzt nur Chrono-Trigger aufnehmen, weil das Spiel ist bald vorbei. Aber die Nebenmission, die Sidequest, die muss ich auch noch machen. Das wird nervenaufreibend, weil da gibt es auch stärkere Gegner. Aber sehen wir mal, wie das sein wird. Ihr seid da sowieso live dabei. Bis die Zeitquest kommt, das dauert noch etwas. Eiler recht nächste Stufe, speichern. Hallo, wie soll ich weiterkommen? Warte mal. Muss ich gegen diese Teile kämpfen? Kann es sein, dass ich gegen die kämpfen muss? Oder? Gewitter 2, dann Angriff, Angriff, Angriff. Wenn das so ist, dann habe ich wohl recht. Dann müssen wir gleich wieder dahin. Geschockt. 678. Ein Angriff, Angriff, Angriff. 328. Boah, ich glaube, ich lehne das bis 20 Uhr auf. Oder bis zu einer Stelle, wo ich nicht mehr so weiterkomme. Und? Da gibt's doch einen Weg, oder nicht? So. Ah. Warte mal. Bin ich wieder ganz unten? Dann habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich jetzt wieder ganz unten bin, dann... Das ist dann behindert. Auf so einen Kack habe ich keinen Bock dann. Okay, ja, unter... Ach, fick dich doch ins Knie, Mann. Stirb. Komm. Wenn ich jetzt wieder unten bin. Das ist so ein Kack dann. Bist du weg? Ja, du bist weg. Gut. 755, ja. Warte mal. Okay, wo bin ich? Wo zum Teufel bin ich? Hä? Ich habe keinen Plan mehr, Leute. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich krieg noch die Krise. Ich dachte, ich muss durch die Mitte durch. Aber anscheinend war es nicht so. Geschockt. Komm, weiter Angriff. 340. 300. Oha. Ich... Ach du Kacke, das wird heftig, wenn ich gegen den Boss kämpfe. Ach, das sind wieder zwei Todfeinde. Und Angriff, 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 Angriff. So. Okay, die mittlere Tür. Ah, verstehe. Warte, ich verstehe jetzt nicht mehr. Warte, wie soll ich jetzt wieder hochgehen? Ich verstehe es nicht mehr. Warte mal. So. Okay, von hier komme ich. Safe State. Wieso kommst du, Dino, eigentlich? Dich hat keiner gerufen. Okay, ich muss dann gleich nachgucken, wo ich dann hingehen muss. Verdammt, ich habe keinen Plan mehr, wo ich hingehen muss. Verdammt.
Und so. Weg mit dir. Okay. Oh, das ist. Das ist langweilig, weil. Das wäre noch viel schlimmer für mich und ich hätte viel schlimmer einen Ausraster bekommen, wenn ich jetzt irgendwie unterlevelt wäre. Ach, stirb doch. Dankeschön. Was ist los mit dir? Und Angriff. Das ist wunderschön, was ihr hier treibt. Sehr wunderschön. Die beste Teamkooperation und Teamwork, den ich hier gesehen habe. 22. Sehr, sehr gut. Ach, wie viel muss ich noch kämpfen? Wie viel Erfahrung? Okay, besser als diese komischen behinderten Dinos. Aber wie zum Teufel soll ich weiterkommen? Ich glaube, ich guck das gleich mal nach. Ja, fick dich doch ins Knie, du elender Scheißvogel. Deine Mama liebt dich nicht. Pech gehabt. 270. 258. So. Ey, der kriegt immer weiter Level ab. Was los? Ich bin schon Level 34. Und das sollte ich eigentlich schon am. Das sollte ich schon erst später sein. Ach du Kacke. Safe State und dann hier. Okay. Safe State. Ich hasse dich dafür, du elender Wichser. Warte, wir machen so. Wir sehen uns gleich wieder.